Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. In der heutigen Folge schauen wir uns an, wie wir in Premiere Pro CC sogenannte LUTs erstellen können und diese dann auch exportieren, um in einem anderen Programm oder auch wieder in Premiere Pro zu importieren. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, um eine LUT zu erstellen, muss ich zuerst hier mein Video ein wenig color graden. Ich habe hier ein flach aufgenommenes Video von einem Bodypainting Shooting. Wir wollen hier mal in die Registerkarte Farbe hier oben wechseln. Dann können wir hier eine einfache Korrektur machen zuerst einmal. Dazu markieren wir das Video hier. Dann können wir hier ein wenig Belichtung ein wenig anheben, so den Kontrast will ich auch ein wenig verstärken, die Glanzlichter ein wenig zurückziehen, das Schwarz auch ein wenig retour nehmen, dass wir hier den Hintergrund ein wenig schwarzer machen können, die Schatten auch ein wenig zurückziehen, so dass wir das Ganze hier so machen. Dann wechseln wir hier in den kreativen Bereich. Hier können wir das Ganze etwas scharf zeichnen, so, und ein wenig Dynamik hinzufügen. Und dann wollen wir hier die Schattenfarbe ein wenig im Schatten ein wenig ins Blaue rüberziehen, dass das Ganze hier ein wenig blauer wird. Die Glanzlichter wechseln wir ein wenig in Richtung Gelb-Orange, so. Und dann können wir hier noch eine Kurve erstellen, eine RGB-Kurve. Dazu klicken wir hier oben mal rein, ziehen das ein wenig nach oben, so. Und dann klicken wir hier unten noch rein und ziehen hier so eine sanfte S-Kurve rein, so. So, und so gefällt mir eigentlich das Ganze schon. Und ich will diese LUT hier für weitere Videoclips vom selben Video mal exportieren. Dazu klicke ich hier oben bei den Lumetri-Farben auf diese drei Striche. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, den Look zu exportieren, eine Cube zu exportieren, die Vorgabe zu speichern. Wir gehen jetzt hier auf Look exportieren, klicken hier drauf, dann geben wir hier den Namen ein, gebe jetzt hier mein Kürzel und weiß, dass das Gold ist und lasse hier die Lumetri Look auf meinem Schreibtisch speichern, klick auf Sichern. Ich kann das Ganze auch als Cube exportieren, da geht das Ganze genau gleich. Das ist eine Cube LUT. Auch hier geben wir wieder den Namen ein. So. Und auch das exportieren wir. Wenn wir das Ganze noch speichern wollen, können wir das einfach auf Vorgabe speichern. Dann wird das Ganze hier gespeichert. Ich habe das Ganze aber schon exportiert und will das Ganze jetzt hier importieren. Dazu gehe ich hier auf Kreativ. Hier oben habe ich die LUT. Wenn ich hier draufklicke, seht ihr hier, habe ich verschiedene LUTs drin. Und ich kann jetzt hier auf Durchsuchen gehen. Und dann hier meine beiden exportierten Cube- und Look-Datei. Ich nehme jetzt hier die Look-Datei und habe jetzt die hier drin. Und wenn ich jetzt hier mir nochmals dieses Video hier reinziehe, so, dann haben wir hier das Doppelte und hier haben wir das Flache. Ich lösche jetzt hier schnell Audiospur, so, hier haben wir jetzt das Video, den Videoclip mit der doppelten, hier machen wir das wieder raus, geht hier raus und mache hier ohne, weil sonst haben wir das doppelt drin. Hier habe ich es koloriert, hier noch nicht.
Ihr seht hier das Ganze. Und wenn ich dann das hier auf das zweite Clip übernehmen will, klicke ich hier wieder auf Kreativ und hier auf mein Gold. Und schon habe ich hier auch diese LUT drin. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video zum Erstellen von Lookup Tables und Exportieren von LUTs gefallen und weitergeholfen. Wenn ihr Fragen habt zum Ganzen, schreibt mir doch unten in die Kommentare die Frage oder schreibt mir eine E-Mail. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, würde es mich freuen, wenn ihr hier oben meinen Kanal abonniert und am besten auch gleich die Glocke mitklickt. Dann verpasst ihr sicher kein weiteres Video mehr. Wir sehen uns sicher wieder in einer Woche. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt kreativ und bis bald. Tschüss!